Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu Folge 25 von Let's Play Satinavs Ketten. Dem armen Olgiertier können wir die Heugabel leider nicht abschwatzen, aber es gibt ja noch jede Menge andere Sachen, die wir tun können. Bin ich mir ziemlich sicher, deswegen gehen wir erstmal hier rein. Schauen, was sich hier verändert hat in der Zwischenzeit. Da bin ich also wieder. Ja, und das Foto unserer Eltern ist ja ein bisschen kaputt hier. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe, ihr Bild verwischt mehr und mehr. Alles ein bisschen vereist, aber ansonsten noch relativ so, wie es war. Daraus wollte ich mal ein Wams machen, um in Olgierts patriotischen Haufen aufgenommen zu werden, der die Farben Andergast zur Schau trug. Zum Glück fehlte mir die Geduld, es fertig zu nähen. Aber es könnte sicherlich noch nützlich werden. Nadel und Faden dabei. Denn auch Nadel und Garn bergen durchaus Gefahren. Und wer dieses Lied kennt, der hat Harveys neue Augen gespielt. Nicht, dass ich das besonders gut singen könnte, also. Was? Vogelmist. Daher kommt der Geruch. Das soll mal jemand unten die Hotspot-Anzeige finden. Zeit auszumisten. Hier liegt noch ein Taubenei. Ein Taubenei? In der Tat. Gut, gut, gut. Magischer Eiszapfen, Alraune. Gut, dann mal nach oben. Was genau wir machen wollen, weiß ich ja noch nicht. Deswegen weiß ich auch nicht, wie wir das Zeug jetzt alles kombinieren. Glasscherben. Dann hat Winling seine sonderbaren Tränke gebraut. Ja, nehme ich mit. Der Ständer für den Glaskolben. Ich habe das Gefühl, der steht dort genau richtig. Wir werden bald ein Rezept erhalten, das wir hier brauen müssen. Denn wir haben diese ganzen Zutaten. Damit lässt sich das Gebräu erhitzen. Sie steht da, wo sie stehen muss. Genau. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Nein, du bist nur sehr weit weg, deswegen kannst du es nicht lesen. Geh doch mal hin, dann ist es bestimmt besser lesbar. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Das steht also dort, okay. Woher wusste denn der alte Gwindling von Nuri? Gwindlings kleine Pflanzenkunde. Okay, das ist unser Rezeptbuch. Sehr schön. Eigentlich hatte Gwindling mir verboten, dort hineinzuschauen. Er wird es verstehen. Was ist da jetzt drin? Leer. Ja, super. In dieser Schublade hat Gwindling seine Geheimrezepte aufbewahrt. Sie ist völlig verkeilt. Na, super. Mit dem Messer geht es besser. Hoffnungslos. Oh, ich habe letzte Folge gesagt, das Messer hat uns schon so oft geholfen und jetzt hilft es uns nicht. Gut, kaputt zaubern wird nichts bringen. Das lässt sich nicht zerdeppern. Genau. Und ansonsten. Ja, das müssen wir auf jeden Fall noch aufkriegen. Hilft uns irgendwie die andere Schublade dabei? Nö, wenn die offen ist, dann kriegen wir sogar gar nichts mehr an. Also kriegen wir die andere nicht mal mehr angewählt. Gwindlings kleine Pflanzenkunde. Ich würde das gerne lesen. Was steht denn da drin? Hatte schon bessere Einfälle. Okay, dann schauen wir mal noch zum Fenster raus. Das sieht auch aus wie zwei, ja, Mistgabeln oder zwei Dreizacke. Gut, aber momentan können wir hier draußen nicht viel tun. Also gehen wir wieder runter. Und bevor ich diese Schublade loskriege, schaue ich mich erstmal in den weiteren Screens um nach allem, was sich einsammeln lässt. Ich habe gesehen, hier unten kann man weiter. Das ging, glaube ich, früher ursprünglich mal nicht. Das heißt, wir kommen jetzt auf den Markt, dann ging es doch. Ah ja, okay. Ging doch. Oha. Tote Leute.
was wohl aus Hilda geworden ist. Verlassen. Jetzt kommt er ums Eck und sagt: Nein, eine Leiche. Das ist Olgierts Freund Ulfried. Ah, den hat er ja umgebracht, ganz vergessen. Der Rabe wird für jeden Toten bezahlen. Was hat er gerade zum Kräuterstand gesagt? Verlassen. Ach, verlassen. Hier gibt's ja nicht viel. Okay, zur Magierakademie würde ich noch gehen, weil da ist ja unser Feenforscher hoffentlich untergekommen. Immerhin, dir scheint ja noch Licht zu brennen. Wer da? Mit welcher Absicht? Ich bin Geron, der Vogelfänger. Was willst du? Ich würde gern hinein. Ist Giacomo Nauta in der Akademie? Wer? Ein auffälliger Gelehrter mit verschiedenfarbigen Augen. Er sollte da sein. Ach, dieser aufgeregte Kerl. Ja, der ist hier. Ja, sehr gut, lass mich mal rein. Lasst mich auf der Stelle in die Akademie. Vergiss es, Junge. Nur autorisierte Personen haben Zutritt. Du siehst doch, was da draußen los ist. Autorisierte Tiere haben also keinen Zutritt, weil er so die Personen betont hat. Okay. Was ist passiert? Wo sind die ganzen Menschen? Hast du die letzten Monate verpennt? Die Krähen haben den Wahn gebracht, der das ganze Land verpestet. Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, verschanzt sich in seinem Haus. Der Seher verliert wirklich keine Zeit. Wie erhalte ich denn Zutritt zur Akademie? Ein Dahergelaufener wie du? Gar nicht. Ohne guten Grund geht hier nicht einmal die Akademieleiterin ein und aus. Ein Nichtmagier wie du müsste schon einen Freibrief beim König selbst erwirken. Dann tue ich das. Eine Audienz beim König. Du. Und auch noch in diesen Zeiten. Der König hat sich doch genauso hinter seinen Mauern verschanzt wie sein Volk. Dann schick uns doch den Typen einfach raus. Das wäre doch mal ein Anfang, oder nicht? Naja. Bis später. Besser nicht. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig, als tatsächlich zum König zu gehen. Okay, das mal alles, was man hier noch tun kann. Ich habe mein Spiel weggeklickt. Dann hinüber zum König, zum Hof, zum Tempel, zum was auch immer. Hier ist nämlich der Travia-Tempel. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Falls die Krähen jede Stadtbanner so zurichten, wäre es ein starker Köder. Moment, was? Stadtbanner richten sie zu, als Köder. Okay. Vielleicht kann sich Nuri später daraus ein Kleid nähen. Was? Nein, du sollst das Wappen nachnähen. Ich komme nicht ran. Kurbelt mal runter. Weg mit dem Fetzen. Ah, den haben wir jetzt nicht mal im Inventar. Grünes Eichenblatt und rote Krone auf weißem Grund. Wenn ich das Banner erneuern will, brauche ich diese drei Dinge. Okay, Eichenblatt haben wir ja schon mal. Grüner Stoff und brauner Eichenzweig. Aber für ein Stadtwappen brauche ich einen Eichenzweig aus grünem Stoff. Ja, dann schneid doch da außen rum. Für das Wappen brauche ich einen grünen Zweig. Ich dachte jetzt, man schneidet einen da aus. Na gut. Also, was ist das Wappen? Der Zweig muss als Vorlage reichen. Sagt er jetzt nicht mehr. Na schön. Aber genau, der Zweig als Vorlage. Und jetzt hätte ich gedacht, schneidet er da außen rum. Dann halt nicht mit dem Nadel und Faden, sondern... Also mit Nadel und Faden hätte er das jetzt abstecken können, dann halt mit dem Messer. Ein grüner Eichenzweig. Genau. Ein grüner Eichenzweig. So, das hat... Was haben wir noch? Rote Krone? Auf weißem Grund das Ganze. Ist die Flechte der Grund? Ach was. Nein. Egal. Wir schauen uns erstmal weiter hier um.
Winde und Fahnenhalterungen. Trostlos, so ganz ohne Banner. Wir haben Krähen hier oben. Die Krähen haben von dem Stadtbanner nichts übrig gelassen. Fast so, als wüssten sie, was es den Andergastern bedeutet. Ein Vogelfänger braucht zwei Dinge. Die richtige Falle und den passenden Köder. Korrekt. Selbst wenn wir den Köder hätten, würde es uns an einem Falle noch mangeln. Das sind überall Krähen, die ich anschauen kann. Ich glaube nicht, dass es einen Unterschied macht, welche ich anschaue. Die Krähen haben von dem Fass so... Genau. Und hier ist ein Fenster. Interessant. Okay. Da oben ist jemand. Toga? Wer? Geron? Der Vogelfänger? Du kannst hier nichts ausrichten. Diese Biester kann keiner fangen. Geh lieber. Noch kannst du fliegen. Niemals. Ich bleibe hier bis zum Ende. Lass mich zum König, sofort. Oh, mach dich nicht lächerlich. Niemand tritt vor den König. Das Unheil, das der Seher über uns gebracht hat, beansprucht seine ganze Aufmerksamkeit. Genau deswegen bin ich hier. In diesen Tagen herrscht das Verderben über Andergast. Am besten läufst du einfach weg. Weit weg. Du bist noch jung. Okay, was müssen wir machen, um in die Burg reinzukommen? Es muss doch möglich sein, zum König vorgelassen zu werden. Solange die Krähen hier ihr Unwesen treiben, gelangt niemand in die Burg. Also gut, die Krähen vertreiben. So weit, so gut. Du siehst müde aus. Ich tue seit Tagen kein Auge zu. Warum nicht? Eine Krähe hatte mich angegriffen. Seitdem plagen mich schreckliche Träume. Dass meine Frau im Kindbett stirbt und meine Tochter für immer in den Wäldern verschwindet. Beides ist wahr geworden. Das tut mir leid. Ja, das ist natürlich nicht so toll für ihn. Geh lieber. Noch kannst du fliegen. Aber wenn er uns einfach direkt vorlassen würde, könnte er sich eine Menge Sachen hier ersparen. Wir können nämlich, denke ich, doch mal helfen, wenn wir jetzt ein Problem. Wenn wir nur mit dem Feenforscher reden können. Na gut. Ich meine, dann habe ich hier alles angeschaut, was es gibt. Was bedeutet... Ich muss zurück. Und dann auch hier lang zurück. Und dann nochmal da hinten durch. Ah ja, das führt zum selben Ort. Das ist ja mal ein seltsames Straßennetzwerk, wenn das so funktioniert hier. Okay, ich müsste auch eigentlich alles zusammen haben, was es zu finden gibt. Oder ich habe irgendwo was übersehen, aber ich benutze immer die Hotspot-Anzeige eigentlich. Das bedeutet, wir kommen... Irgendwie können wir unseren Wappen fertig machen. Aber es ist was von einer roten Krone doch, oder? Ach, jetzt würde ich gerne diese Beschreibung nochmal hören. Darin hat Winling seine sonderbaren Tränke gebraut. Okay. Das erste, was wir machen, ist die Glasscherben wieder zusammensetzen. Zu einem Glaskolben. Dann machen wir den Krug mal kaputt. Um der alten Zeiten willen. Nur weil wir es können. Wir können es und es macht aber keinen Unterschied wahrscheinlich. Also setze ich das erstmal wieder zusammen. Das kann ich jetzt bis zur Erschöpfung wiederholen. Genau. Ein Ei. Ich muss aufpassen, dass es nicht zerbricht. Oh, okay. Ich bin vorsichtig. So, jetzt würde ich gerne das Herbarium... Darin sind nur Pflanzen beschrieben. ...auf die Alraune anwenden. Ja. Es ist zweifellos eine Alraune. Wow, verdammt schnell kombiniert. Das ist ein Eichenzweig. Jeder Andergaster erkennt das. Ich wollte nur testen, ob das Lexikon was taugt, ja? Das Herbarium. Mal sehen. Graugrüne Flechte, verwunschener Wald. Das muss eine Traschbartflechte sein. Eine Traschbartflechte, okay. Was kann die so? Ja,
blaugrüne Flechte verwunschener Wald. Das muss eine Trashbartflechte sein. Nicht so. Dann vielleicht so. Ich muss sicher gehen, dass das wirklich eine Zutat für Gwindlings Gegenmittel ist. Okay, er will also sagen, wir müssen an diese geheime Schublade ran. Ich würde ja gerne die andere Schublade einfach ausbauen. Dann kann ich auch in die untere Reihe problemlos reinschauen. Eine leere Schublade braucht keinen Boden. Achso, er hat den Boden raus. Okay, auch gut. Es kommt eigentlich aufs selbe raus. Gwindlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Gwindlings Mittel gegen den Fluch der Krähen. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, 2 Unzen Trashbart, etwas, das Krähen anlockt und etwas, das Feenmagie enthält. In Klammern, vermutlich, alles zusammen wird im Glas erhitzt. Okay, es war nur eine Sache dabei, die wir nicht haben, glaube ich. Und zwar Yoruga. Was genau das ist? Eine Pflanze oder sowas? Gwindlings Mittel. Ich brauche eine Alraune, eine Yoruga, 2 Unzen etwas, das und in Al- Das klingt nach, ja, einer Pflanze. Also, die Alraune kann schon mal rein. Eine Alraune. Die Flechte auch. 2 Unzen Trashbart. Etwas, das Krähen anlockt? Etwas, das Krähen anlockt? Ja. Etwas Feenmagie? Etwas, das vermutlich Feenmagie enthält. Fehlt noch eine Yoruga. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das eine Pflanze ist. Gwindlings kleine Pflanzenkunde. Und dementsprechend müssen wir nochmal den Wald. Vermutlich. Ja, ich gehe einfach mal. Da ist unser trostloser Ritter und sonst aber nichts auf diesem Screen. So, leuchtet hier irgendwas hellblau im Winter, wo man es auch so schön gut sehen kann. Ich sehe nichts. Kein Leuchten, oder? Ich bin nicht blind, oder? Ich denke nicht. Dann hinein in die Höhle. Hier haben wir weitere Alraunen und das Feentor und das war's. Also müssen wir das doch woanders aufspüren. Okay. Also zurück zur Stadt. Hallo, ich habe gesagt zur Stadt. Beziehungsweise, vielleicht kann der mir was erzählen. Ritter Zornbold! Diese seltsamen Krähen, sie müssen eine Schwachstelle haben. Jeder Vogel lässt sich durch irgendetwas ködern oder verschrecken. Hm. Als ich zur Stadt zurückkehrte, stürzten sich die Krähen wie wild auf den Wimpel an meiner Lanze. Ein Fetzen ist alles, was ich davon retten konnte. Ja, sehr gut. Her damit. Gebt mir die Reste eures Wimpels. Das Wappen ist wertlos. Andergast ist dem Untergang geweiht. Nun gebt mir den Fetzen schon. Was soll's? Nimm ihn dir. Gut, dass ich danach gefragt habe. Ich lasse euch allein. Danke. Damit haben wir unsere Grundlage für den Köder. Die obere Hälfte des Stadtwappens von Andergast. Genau, da kommt jetzt unser Eichenzweig drauf. Krone und Eichenzweig, das Wappen der Stadt. Fehlt noch der weiße Hintergrund. Das ist doch ziemlich weiß, oder? Fehlt noch der weiße Hintergrund, okay.
Ich würde das trotzdem gerne mal da drauf nähen. Womit soll ich das zusammennähen? Womit soll ich das zusammennähen? Okay, wir finden schon noch was, was einen weißen Hintergrund abgibt. Und wenn es nur das Rezept ist. Gut, wir brauchen noch die Yoruga. Also schauen wir uns nochmal wo um. Olgierd, erzähl mir was. Gib mir deine Mistgabe. Alles gut, Olgierd? Bald bin ich soweit. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? So, welche Variante hatten wir denn noch nicht? Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Und zwar? Ich bin ein Vogelfänger. Ich werde diese Krähen unschädlich machen und dann... Diese Krähen kommen aus den Niederhöllen. Mit einem lumpigen Netz kannst du hier nichts ausrichten. Ich weiß, aber Gwindling hat ein Mittel gefunden, wie man die Vögel zurückverwandelt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das war schon... Das war nicht Schuld so richtig. An Ulfrieds Tod. Und das hatten wir ja auch schon. Das hier habe ich, glaube ich, noch nicht gesagt, oder? Du hattest eben Angst. Wer Angst hat, will überleben und handelt ohne nachzudenken. Wie ein Tier, ja? Wie jedes lebende Wesen. In dieser Lage wäre jeder verzweifelt. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Ich weiß nicht. Ja, das hat ja nicht funktioniert, oder? Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Ich versuch's nochmal. Lass den Unsinn, gib mir... Es wird sicher alles gut. Ausgerechnet dir vielleicht hast... Warum... So, und zwar Vertrauen gewinnen. Ach ja. Geht, glaube ich, ganz gut mit dem hier, ne? Hast du nicht immer gesagt, dass das Unglück über Andergast kommt, wenn ich nicht verschwinde? Ja. Aber ich war verschwunden. Und sieh, was danach geschehen ist. Ja, das stimmt. Kann das nicht bedeuten, dass ich durch meine Rückkehr die Dinge wieder richten? Aber dafür musst du mir vertrauen. Meinst du wirklich? Ja, sehr gut. Das klingt vernünftig. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Und zwar, das hier war, glaube ich, auch was, was ihn überzeugt. Du warst nicht du selbst. Diese Krähen haben dich verzaubert. Verzaubert? Ja, du hättest Ulfried doch niemals etwas getan. Also muss das ein Fluch gewesen sein, der mit deinen Händen die Heugabel geführt hat. Meinst du wirklich? Ja, und jetzt gib sie her. Na los, gib mir die Heugabel. Vielleicht hast du recht. Also gut, nimm die Forke. Wasch sie ab. Und wenn ich wieder Träume habe? Dann stell dich ihnen ohne Angst. Versuch sie zu verstehen. Wunderbar. Endlich haben wir die Heugabel. So. Blutige Mistgabel. Und jetzt erstechen wir ihn damit. Vergrab sie. Sie erinnert mich an meine Tat. Okay. Was wir damit anstellen mit einer blutigen Mistgabel, das alles werdet ihr in der nächsten Folge erfahren. Bis dann.